Seit 20 Jahren feiert die Stadt Lemgo das Strohsammelfest. Tausende Besucher füllen die Straßen und die berühmte Lemgoer Spezialität wird an vielen Ständen angeboten. Doch was ist eigentlich das Besondere an der Lemgoer Strohsemmel und wie wird sie hergestellt? Diesen Fragen möchte ich heute mal auf den Grund gehen. Das Besondere ist ja eigentlich, dass es den nur hier gibt. Es gibt ja in verschiedenen Regionen, auch in Berlin, die Semmel, die dann Brötchen ist. Aber das ist hier ja wie eine Art Milchbrötchen, nur eben in herzhaft. Und das ist nur traditionell in Lemgo zu bekommen. Spätestens um 1 Uhr und dann geht's los. Dann wird die Teigmaschine angeschmissen, Mehl, Zucker, Hefe, wird alles ineinander gerührt. Dann kommen verschiedene Gärprozesse dazwischen, bis kleine Teiglinge entstehen, die dann mit diesem traditionellen Muster beklopft werden. Und dann werden die auf das Stroh gebettet, zuvor dann aber noch einmal abgebrüht. Und da haben auch verschiedene ihre Rezepte mit Zwiebelwasser, mit Salzwasser. Und so werden sie dann auf das Stroh gelegt. Das ist lang gezüchtetes Roggenstroh, auch original dann vom Feld gerupft. Und dann kommen die drauf in den Backofen, werden noch hinterher abgeglänzt und dann sind sie eigentlich fertig. Also das Strohsemmel ursprünglich eigentlich aus dem 19. Jahrhundert, das hat mal so ein Russe mal hier in Lemgo, glaube ich, mal eingeführt. Man backt das auf Stroh, weil früher die Backöfen, die waren sehr heiß und man hat früher dann durch das Stroh, hat man die Hitze unten drunter ein bisschen weggenommen, dass sie dann so ein bisschen nicht ganz so schwarz wurden unten drunter, deswegen hat man das auf Stroh gebacken. Wie mögen Sie denn die Strohsemmel am liebsten? Am besten klassisch, einfach so essen. Mit Wurst und Butter. Mit Nutella. Ganz pur, mit Butter drauf und mehr nicht. Am liebsten mit Käse, also dann schon eher herzhaft. Mit Marmelade esse ich die oder manchmal auch mit Käse, aber die Semmel, die müssen immer da sein. Mich hat es sehr gefreut, anlässlich des Strohsemmelfestes in Lemgo etwas mehr über den lippischen Strohsemmel zu erfahren und werde, wenn ich ihn künftig esse, immer daran denken, was für eine große Geschichte in diesem kleinen Brötchen steckt.